Erstmal glaube ich schon, dass wir den Sieg wirklich gut einordnen können. Wir haben halt gut angefangen, sind auch verdient in Führung gegangen und dann halt, je länger das Spiel dauerte, desto halt weniger wir nach vorne verteidigt haben, sondern halt immer weiter halt hinten gefallen. Wobei ich muss sagen, in der ersten Halbzeit hat Ferl vielleicht einmal aufs Tor geschossen und deswegen haben wir halt Ferl trotzdem halt weit weg von unserem Tor halten können und wenig Torchancen zulassen können. Wir haben halt durch die gelbe Karte im Rasen Bulic halt wollten die Gefahr nicht eingehen, dass er halt ja, in der zweiten Halbzeit noch die zweite gelbe Karte holt. Deswegen haben wir halt Eisi reingebracht und Domme rausgenommen und Grille halt einfach da auf der Seite. Wir wollten halt mit zwei Spitzen, ja, die einfach besser im Griff bekommen, wo wir halt im Zentrum fair in den Griff bekommen haben. Dann haben sie über außen gespielt. Und dann war es halt eine Frage der Zeit, bis halt Lurkocz halt eine Flanke bekommt und das Tor macht. Und ja, die Mannschaft hat sich gewehrt, aber wir haben halt wenig Chancen nach vorne, wir haben halt wenig halt Zugriff auf den Ball und wir haben halt dann umgestellt, wo wir halt versucht haben, die Außenbahn halt besser in den Griff zu bekommen mit Conny auf der rechten Seite, Oscar auf der linken Seite, wo ein bisschen Schnelligkeit im Spiel bringen. Ja, und durch einen Konter, durch einen guten Ballgewinn, durch eine Kontersituation von Conny haben wir halt auch, ja, das 2-1 geschossen. Ich weiß, dass es glücklich ist, aber wir haben uns sehr über halt unsere Leistung gegen Unterhaching und auch gegen Magdeburg. Und wir standen da mit einem Punkt und sind rausgeflogen aus dem DFB-Pokal. Und deswegen, wir können den Sieg einordnen. Wir wissen, dass Ferl wirklich gerade durch ihre Art und Weise, wie sie spielen, sehr viel Ballbesitz haben und immer mal wieder gefährlich werden. Und deswegen können wir halt diesen Sieg halt richtig einordnen. Ich möchte meinen Kollegen halt wirklich gratulieren zum guten Spiel und alles Gute für die Zukunft. Ich gratuliere Joe Enox und Jan Regensburg zu diesem Auswärtssieg. Joe, verzeih mir das, ich hätte lieber meinen ersten PK hier zu Hause anders angefangen, aber das ist leider so. Wir haben, ja, der Spielverlauf, wie er gerade schon beschrieben wurde, natürlich ersten 10, 15 Minuten überhaupt gar nicht zufrieden, nicht gut reingekommen in dieses Spiel. Danach, ja, Ballbesitz gehabt, aber der Ballbesitz, der bringt uns nichts, wenn man dann nicht den Moment der Beschleunigung findet und den Ball dann auch zum richtigen Zeitpunkt dahin bringt, wo es gefährlich wird. Und das ist ja ins letzte Drittel in die Box. Das war in der ersten Halbzeit zu häufig der Fall, dass es, ja, wir in den Zwischenräumen gute Situationen, gute Ballstaffetten hatten, aber am Ende zählt es, das Tor zu attackieren. Ich finde, dass wir in der zweiten Halbzeit dann ein richtig gutes Spiel gemacht haben, dran waren, einen Ausgleichstreffer machen und dann so ein bisschen die Tragik, ähnlich wie bei Viktoria Köln, wieder Maxi Wolfram, der dann mit dem Nachschuss diese hundertprozentige, überragend gehalten auch vom Torwart. Dann waren noch zwei, drei Szenen, wo wir auch das Tor attackieren, der abgeprallte Ball, ja, dann, da fehlt da nicht viel. Ball geht nicht ins Tor. Und das, was mich massiv ärgert, ist, weil es unter der Woche auch Thema war, dass wir zu gierig werden. Also am Ende des Tages, wenn du so viel Druck aufbaust, so viele Chancen hast, dann musst du in der Restverteidigung gut stehen, du musst den Druck aufrechterhalten, du musst auch ein gewisses Risiko gehen, ja. Aber du darfst niemals deine Restverteidigung so aufgeben, wie wir es beim Gegentor gemacht haben. Der Ball ist, glaube ich, bei unserem Rechtsverteidiger und unsere linke Seite geht komplett nur, denkt in eigenem Ballbesitz, schiebt nach vorne, schaltet sich ein. Und da müssen die Antennen angehen, gerade bei den schnellen Spielern, gerade bei der Stärke bei Jan Regensburg im Umschalten, muss die Restverteidigung stehen und dann bin ich halt in meinem Angriff auch mal mit einem Mann weniger in der gegnerischen Hälfte. Dafür habe ich die Kontrolle übers Spiel und das ist etwas, wo wir daraus lernen müssen. Das ist heute bitter, wir sind dafür bestraft worden. Ja, vielleicht wird es noch ein wertvoller Moment für den Rest der Saison, dass wir jetzt schon diese Ohrfeige bekommen haben und einfach, ja, es in Zukunft besser machen. Ist natürlich bitter jetzt, erste Heimspiel. Wir haben uns gewünscht, den Leuten nicht nur ein gutes Spiel zu zeigen, sondern auch punktemäßig hier den ersten Schritt in diese Saison zu machen. Jetzt bleibt nicht viel Zeit, sich zu schütteln. Jetzt geht es am Mittwoch nach Saarbrücken und ich denke, dass wir viele Teile mitnehmen können, die positiv waren. Aus den Sachen, die wir nicht gut gemacht haben, lernen und dann sollten wir schnellstmöglich auch Punkte einfahren. Ich wünsche euch eine gute Heimfahrt, lange Heimfahrt und dann auch Erfolg in dieser englischen Woche und freue mich aufs Rückspiel.